Hallo, hallo, hallo. Heute wieder Night Shift. Heute haben wir einen Gast. Und was für ein Gast das ist, das erzähle ich euch nach dem Intro. Heute hier bei Shoki Banoki zu Gast Frank Albersmann. Hallo Frank. Hallo. Ja, der Frank, der war ja schon mal bei Late Night zu Gast gewesen und da haben wir gesagt, Mensch, hier Frank, du kannst ja singen. Ja, und da kommst du mal zu Night Shift und erzählst ein bisschen was und spielst auch was. Naja, spielst du noch was? Naja, spiel ich noch was. Ja, genau, sehr geil. Ja, aber du hast uns auch erzählt, dass du Musiker suchst. Tatsächlich, ja. Der sucht Musiker. Hallo, ihr Musiker da draußen. Ihr wollt mal irgendwie mit dem Frank was spielen? Was für Art von Musiker? Also, was ich letztens tatsächlich gefunden habe, ist ein Schlagzeuger. Ein Schlagzeuger? Also, Schlagzeuger ist schon mal erledigt. Aber Bassisten sind immer ganz wichtig. Bassisten. Ich kenne einen Bassisten von den Morning Pines, aber das ist nicht so ein guter. Tobi, doch, du bist schon ganz gut. Ja, ja. Was genau. Sind Feinde hier? Ja. Also, Bassist suchst du? Ja, Bassist. Einfach. Ja, glaubst du das? Bassisten sind ja eigentlich relativ dämlich immer. So kenne ich sie. Ja. Das sind meistens Gitarristen, die versuchen, Bass zu spielen. Also, ja, wirklich? Also, du suchst einen Bassisten, ja? Ja. Ja, und irgendwas ausgefallen ist. Also, tatsächlich bin ich in letzter Zeit häufiger mit einer Violinistin aufgetreten. Violinistin? Ja, Geigenspielerin. Ja, ja, ich weiß, was eine Violin ist. Hallo. Ja. Entschuldigung, ich dachte, ich muss das für Bekloppte erklären. Ich höre aus der Regie lachen. Okay, und warte. Also, für Bekloppte Violinistin ist eine Geigenspielerin. Ja, genau, okay. Ja. Aber ja, tatsächlich habe ich auch gestern hatte ich einen Auftritt und da ist spontan jemand mit auf die Bühne gekommen, der eine Geige dabei hat. Ach so, zum Stage-Diving. Stage-Diving. Genau. Stage-Diving hast genau. Ja. Das wäre allerdings bei den wenigen Leuten, die da waren. Ja. Oh, ja. Wie viele Leute waren da? Es waren 15 Leute, würde ich schätzen. Aber es war eine sehr kleine Kneipe, deswegen war es trotzdem irgendwie voll. Okay. Und da ist jemand auf die Bühne gekommen spontan und hat was gemacht? Geige gespielt. Ach wirklich? Ja. Ja, tatsächlich. Ja. Mit dir zusammen? Mit mir zusammen. Ach, und das kann man einfach so, wenn man Musiker ist? Nee, du musst ein guter Musiker sein. Ach so, ein guter Musiker auch noch, ja. Ja, wie gut du bist, das wollen wir jetzt mal hören. Ja, ja, also Musiker erst einmal, wenn ihr da draußen Musiker seid, wenn ihr Bass spielt, Violine. Akkordeon ist auch immer schön. Akkordeon, ja. Blockflöte, Luftpumpe, alles diese ganzen Sachen, ja. Dann meldet euch beim Frank Albersmann, das blenden wir jetzt hier ein, wo man dich kontaktieren kann. Und du spielst jetzt was für uns. Ich spiele jetzt was für euch. Ab auf deine Tonne, ja. Stuhl kommt zur Seite, zacki. Und dann bin ich mal gespannt, was du da raushaust. Was haust du denn raus? Ja, das Lied heißt Das Boot. Boot? Wie der Film mit Grönemeyer. Oder das Buch, nachdem der Film gedreht wurde. Ich bin mal gespannt, was für ein Inhalt das Buch hat. Das Ding ist ja, das Gute ist ja, dass man ja die Lieder versteht, die der Frank singt. Und ich bin echt mal gespannt. Also, was heißt auch verstehen? Ja, also inhaltlich, jedenfalls vom Text her, von der Sprache. Ich bin gespannt. Gut. Steht fast still und fest sitzt mein Anker im Grund und der will da nie wieder raus. Mein Boot liegt ganz sanft im Hafen, ja fast schon an Land. Ich mal in den Staub das Bild deines Namens und vom Tabakrauch ist der Lack längst vergilbt und auf den Flaschen voll verwaschener Träume ist schon lange kein Pfand mehr. Aber mach ruhig eine auf, ja, denn früher, da war ich, ihr glaubt es nicht, der Herrscher der Welt und aller Meere und aller Sterne, dort am Himmelszelt. Und ja, ich schwöre, all das war mein,
war mein ganz allein. Mein Song brachte Sturm, mein Puls die Gezeiten, und nur meine Worte beruhigten die See. Der Gesang der Sirenen und ihre Salzwassertränen galten mir, nur mir. Ja, doch all das ist verträumt, längst weggeräumt und versinkt bald im Meer. All die Geschichten sind verblichen und geben nichts mehr her. Sie schwirren nur rund um die Uhr, so rostig und schwer. In meinem Kopf herum, oh bitte nehmt es mir nicht krumm. Ich versprech's, ich dreh mich noch einmal um, bevor es Zeit ist zu gehen. Oh ja, und dann geh ich hoch und sag, leb wohl, ich bin weg mit meinen Engeln und Dämonen und all dem Scheiß im Gepäck. Ja, und da schmeiß ich über Bord und da fang ich neu an und mach dieselben alten Fehler, weil ich's anders nicht kann und nicht will. Und ja, und dann steh ich auf und sag, leb wohl, ich bin weg mit meinen Engeln und dem Mumm und all dem Scheiß im Gepäck. Ja, und alles schmeiß ich über Bord und dann fang ich neu an. Und vielleicht schaff ich's ja diesmal, und wenn nicht, irgendwann. Und vielleicht schaff ich's ja diesmal, und wenn nicht, irgendwann. Komm mich an. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, komm wieder nach vorne. War ja echt eine Maxi-Version, sag mal. Ich habe mich da hinten mal schlafen gelegt in der Zwischenzeit. Ja. Aber hier war alles cool. Komm rein. Du weißt ja, wenn es nicht mindestens 5 Minuten ist, dann warst du schlecht dann im Bett. Ja, genau. Dann was? Dann bist du schlecht im Bett. Ja, also länger als 5 Minuten, das ist ganz schön Arbeit dann. Ja. So lange kann ich gar nicht wach bleiben. Wenn ich irgendwie im Bett liege und flach bin, dann kann ich ja keine 5 Minuten wach bleiben. Und ich bin ja passiv. Ach so. Also ich liege ja immer. Ich verstehe. Ich kann dir was erzählen, aber du wirst es nicht kapieren. Wir haben hier direkt deinen Lohn. Ne? Hier ein irgendwas, es heißt Shalva. Shalva Sesamova. Sesamova. Shalva Sesamova. Wollen wir es teilen? Ja, teilen wir. Hast du Bock? Ja. Ich dachte, es wäre ein Schokoriegel. Das ist gar kein Schokoriegel. Guck mal hier. Ich zeig das mal hier in die Kamera. Regie, kann mal die Kamera irgendwo. Das ist ja... Regie, hallo. Seid ihr drauf? Ah, genau, hier, guck mal, das ist gar kein Schokoriegel, sondern das ist irgendwas, boah. Wir hätten das voll vertraglich abmachen sollen. Ja, komm, beiß mal rein, im besten Fall sind es Space-Kekse. Was ist das denn? Boah, ist das Russisches oder was? Polnisch, oder? Polnisch. Hm. Also die Polen haben ja einen Geschmack, ey. Hm. Willst du meins haben? Willst du meins haben? Das war Schoki. Schalma. Boah.
Alter, das schmeckt total. Das ist Zucker pur irgendwie. Das ist Zucker pur und es ist so trocken gleichzeitig. Ja. Nicht empfehlenswert. Vergiss es einfach. Trink lieber Wodka. Das war Schoki Banuki, ja. Schoki Banuki Nightshift mit Frank Albersmann heute. Klickt das nächste Mal wieder rein und dann freuen wir uns. Frank, du kommst mal wieder. Ich versuch's. Ich bastel immer rein. Cheerio, Miss Sophie! Wer auch unser Studio Bangkok nutzen möchte und mit professionellem Equipment und geschulten Mitarbeitern seine Sendungen, Schulungen oder sonstigen Videos aufzeichnen möchte, der sollte sich an die eingeblendete Adresse wenden. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns freuen. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr benachrichtigt werdet und keine Folge mehr verpasst.